willkommen zurück zu einer Special-Folge. Special. Und zwar töten wir heute Kürbisse. Nein. Wir versuchen heute uns ein bisschen künstlerisch zu verwerkeln. Ja. Viel Spaß dabei. Wir haben uns beide relative Muster angeschaut und ich glaube, es war ein ziemlicher Reinfall. Aber. Du hast es. Ja. Du hast im Stechen. Das funktioniert so nicht. Oh Gott. Das wird eine Weile dauern. Ja, ich habe mir mit Absicht die fettesten und größten Kürbisse rausgesucht. Ich glaube, ich nehme das Brotmesser. Scheint nicht. Oh Gott, ich brauche eine Säge. Ich habe echt ein bisschen Schiss, wenn wir so nah aufeinander sitzen. Ich muss halt mal auf meinen Titten aufpassen. Zweite? Oh mein Gott, das stinkt nach Kürbis. Jesus. Warum hast du die größte genommen? Naja, viel ist ja nicht drin, ich zeig euch das mal. Inneres. Also es ist auch schon Jahre her, als ich das letzte Mal einen Kürbis gemacht habe. Ja, bin mir auch. Ewigkeit. Da hat man halt immer die einfachen Kürbisse gemacht, einfach das Licht rausgeschnitzt. Und ja, wir versuchen ja heute mal was Geiles zu machen. Ich bin schon richtig rattig. Fix so fertig, hä? Ja. Soll ich dir helfen? Nein. Okay. Ich muss hier nur noch hier runterkommen. Und ich habe mir so eine Salatgabel geholt. Die auch wirklich. Okay, mach das mal anders rum, weil die dazu kriegen kann, weißt du? Das ist gut. Okay, ein Eck habe ich schon. Sehr schön. Und nächstes Mal, let's eat Kürbissuppe. Ja. Ich hab mein. Oh. Was hast du eigentlich für Muster? Willst du das schon verraten? Ich bin mir eigentlich noch gar nicht ganz sicher, ganz ehrlich. Ich habe so ein paar Muster in meinem Kopf und die werde ich dann einfach so nach links ein bisschen zusammensetzen. Also zur Not, wir haben noch sogar einen dritten Kürbis da auf der Größe, genau, falls so irgendwas groß nicht hinhaut. Aber das. Oh, Jesus, echt. Wir haben jetzt auch von der lieben Frau Mutti komplette Küchenwerkzeuge von Messern und Löffeln schnicken dürfen. Okay. Ah. Hey, ist cool. Willst du es ausschneiden kurz, wird das hier noch mehr. So. Ew. Nee, das ist eklig. Die Hälfte ist auf deinem Brot. Zeig euch das jetzt mal. Ich denke, dass wir es schneiden werden. Ja, ja, klar. Wir werden jetzt, also wenn ihr jetzt reinschaut, wir sind jetzt bei 16 Minuten der Aufnahme. Oh. Ich finde 16 Minuten so schrecklich. Das ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Ach, die sind vor allem verdammt stabil hier oben. Wie gesagt, das ist schon wirklich Jahre her, als ich das letzte Mal einen Kürbis gemacht habe. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so einen riesigen Kürbis versucht zu schnibbeln.
Die sind so angestrengt. Oh, sind die dick, Alter. Ich hebe auch die Teile, was ich ausschneide, auch auf. Weil die kannst du am Ende, wenn du doch irgendwas falsch gemacht hast, kannst du sie wieder irgendwie hinstecken. Die mich da draußen kennen, die wissen es bestimmt schon längst. Ich hätte nicht gedacht, dass das Kratzen von einem Körper ist. Also wirklich nicht das Ausschneiden, sondern wirklich das Musterkratzen so verdammt schwer ist. Das hätte ich also wirklich nicht gedacht. Was haben wir mit dem Hammer drauf? Hammer? Liebe Kinder, tut das nicht zu Hause nachmachen. Tun. Nicht zu Hause nachmachen? Ja, tut das nicht tun. Wisst ihr, der Nero da dran, der macht der ganze Tisch, der wackelt so sehr. Ich bin hier bei einer Feinschnitzerei und er rüttelt den Tisch, dass ich. Ich gebe euch mal einen Tipp, das was Zähne hatte. Also echte Gamer haben es bestimmt schon längst rausgefunden. Ja gut, ihr seht es jetzt nicht, sonst hätte ich gesagt, das ist etwas, was in dem Raum sehr oft zu finden ist. Und nein, es sind keine Brüste. Das ist eher das, was hinter mir ist, aber das seht ihr leider in der Kamera nicht. Was wirklich dieses Schälen hier? Voll in den Mülleimer getroffen. Ich finde bei mir gerade... Leute, das müsst ihr sehen. Das glaubt ihr mir nicht. Ich hab's genau gewusst. Am 28. seht ihr das Video. Oktober frühestens, natürlich. Frühestens. Kann auch sein, dass die Leute es in 2 Jahren erst ansehen. Hey! Was denn? Also was ich jetzt hier versuche, ist das Ganze abzurunden, weil das eigentlich keine Spitzenzähne werden sollten. Aber die sind schon so verrunzt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen lassen muss. Ich wollte halt eigentlich noch Drachen steigen gehen. Dinger, die man halt im Herbst macht. Okay, wir sind bei 1 Stunde 13 der Aufnahme. Wir sind jetzt wirklich bei 1,25 und haben so. Wir reden hier gar nichts mehr. Wir sind so konzentriert auf unsere Arbeit hier. Das macht einfach der Wettkampf aus. Das heißt, der Wettkampf, das ist einfach so viel Arbeit. Gott! Was? Mir fertig. Dings. Muss mal alles ein bisschen einarbeiten. Bei dir? Ja. Süß. Ich muss halt hauptsächlich die oberste Schicht noch wegmachen. Ja, ich habe hier auch noch hier die ganzen Ränder, muss ich echt noch viel anpassen. Und hab hier noch was, muss noch rein, die Nase muss noch rein. Und aushöhlen. Und innen halt aushöhlen, das halt ja, richtig. Das ist doch richtig dick. Und es muss richtig dünn werden, weil es alles was gelb ist, soll durchscheinen. Bei dir soll es richtige Muster geben. Yep. Weißt du, was wir an Weihnachten machen? Jetzt hier ein kleiner Weihnachtsbaum, da wird er geschmückt. Oder auch aufgehört. Ich bin ein kleiner Grinch. Ich mag kein Weihnachten, ich mag keine Geschenke. Alles ist kalt und weiß und dunkel und nass und kalt und keiner will nach draußen, weil du kannst draußen nichts machen, weil deine Schuhe sofort nass werden und da hast du einfach keinen Bock rauszugehen, weil es ist eh immer dunkel. Da musst du 30.000 Kilo an Klamotten anziehen, damit du draußen nicht erfrierst. Nein, ich mag den Winter nicht. 30.000 Kilo an Klamotten, Jacke, Handschuhe, Mütze. Ich stehe lieber auf dem Sommer, wenn man dann ein T-Shirt und eine kurze Hose raus kann. Und dann notfalls, weil es doch zu warm ist, in den See springen kann. Hier, was magst du so am Winter? Oder Weihnachten?
habe da Geburtstag. 2 Tage vor Weihnachten. Gibt's Geschenke, dann gibt's doppelt Geschenke. Das heißt doppelt, ich krieg immer ein großes Geschenk. Oh, lieb, wenn es an meinem Geburtstag schneit. Weil man ja eh nicht rausgehen kann. Ja. Weil es so kalt ist. In der Schulzeit habe ich immer, war mein Geburtstag immer Winterzeit Anfang und den Schulferien Anfang. Und was gab's noch? Ja, ich mag das Kalte. Ich mag die Feuerwerk an Silvester. Die ganze familiäre Atmosphäre. Ich will am liebsten jeden Monat einen Baum schmücken. Am liebsten habe ich nämlich einen weißen Baum mit grünen Kugeln. Was wir letztes Jahr in unserer eigenen Wohnung nicht hinbekommen haben. Da wir keinen weißen Baum mehr gefunden haben, nirgends. Ja, die waren alle ausverkauft, alle weißen Bäume. Auf jeden Fall hat uns der einen bestellen können auf so einer Messe oder irgendwas. Und wir hatten aber für diesen grünen Baum, der nur weiß angemalt war. Mit weiß Sprühfarbe angemalt. Ja, 160 Euro zahlen dürfen. Ich hatte ihn schon bestellt und sie hat dann gesagt, nee. Mach's nicht. Ja, krank muss man sein. Fucking Baum. Was denn? Der 160 Euro kostet. Dabei war es noch ein echter. Das ist Weihnachten. Weihnachten darf man Geld ausgeben. Kauf mir einen neuen PC zu Weihnachten. Hattest du schon letztes Jahr. Das war kein Wunsch von mir, okay? Den hast du mir gekauft, einfach so, weil wir miteinander nicht mehr zocken konnten, weil mein PC war 10 Jahre alt. Und da war halt das Zocken einfach irgendwie nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich, das war ein Witz. Was haben wir gezockt, Borderlands? Ja. Ja, und er hat sich ganz halt beschwert, warum ich ihm nicht helfe, weil ihn die ganze Zeit die Viecher angreifen. Ich hab gecampt und hab halt mit Sniper. Weil ich versucht halt die Leute so abzuschieben. Aber mir hat das solche Ruckler getan. Ich hatte jetzt 3 Frames in der Sekunde. Dass ich absolut gar nichts getroffen habe. Nichts. Ja, und am selben Abend noch hat er noch einen neuen PC für mich bestellt. Ich hab mich so aufgeregt. Das hat mich so aggressiv gemacht, dass ich gesagt habe, echt, du kriegst einen neuen PC. Nein, ich will keinen PC. Doch, halt die Klappe. Nicht ganz so ungefähr. Dann ja, ich war wirklich dagegen. Also nicht, dass er sagt, ja, es hat sie jetzt bloß gesagt und so. Ich war wirklich dagegen. Also ich wollte wirklich nicht, dass man mir einen PC kauft. Was mir einfach für mich zu teuer ist. Ich das nicht einsehe, dass man mir so teure Sachen kauft, schenkt. Weihnachten! Außerdem hast du ja die Bürste, der müsste glaube ich super gehen. Super duper. Meine Haarbürste wurde nachher hier. Nein. Die Rundbürste. Ach so. Was ist die Rundbürste? Hoden. Die Bodenbürste. Die Hodenbürste. Die Hodenbürste. So wie ich das gerade vorhabe, das funktioniert sogar. Ich glaub's nicht. Das war. Ich drehe es mal zu euch rüber, vielleicht, dass ihr das sehen könnt. Ich setze hier so an. Dann. So stückchenweise bloß halt bei mir auf der Seite funktioniert es halt einfach besser, weil ich hier besser hinkomme. Und an manchen Stellen ist er einfach noch viel zu dick. Deswegen. That's what she said. Hey! Meine Kerze funktionieren gerade nicht. Ist ja schlecht. Im Schick mach ich dir Fotos an. Oh, ist der schwer. Der war vorhin so leicht. Jetzt, wo man ausgehört hat, ist es schwerer. Hä? So, ja.
Nun weiß ja jeder wohl, was was ist. Das ist meine schöne Piranha-Pflanze. Nom 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 nom. Da sind noch ein paar Löcher drin irgendwo. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ob auch unser vollendetes Werk euch gefallen hat. Ob euch unsere kaputten Hände, was ich euch noch zeigen wollte. Machst du kurz das Licht an? Was ich euch jetzt noch kurz zeigen wollte, ist, dass wir jetzt noch sehr, sehr viel zu tun haben, weil es hier ausschaut unter aller Sau. Also furchtbar, richtig furchtbar. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.